Was geht, Corey hier und willkommen bei Einfach Bibel lesen, der Serie, wo ich einfach die Bibel lese, euch zeige, wie man einfach die Bibel liest, damit wir zusammen einfach mal mehr die Bibel lesen. Wir haben in den letzten Wochen und Monaten Markus Kapitel 1 bis 5 durchgenommen und heute geht's weiter mit Kapitel 6. Und bevor wir anfangen, würde ich doch nochmal beten und dann können wir einsteigen. Danke, Vater, für diesen heutigen Tag. Ich danke dir so sehr, dass wir die Möglichkeit haben, übers Internet zu kommunizieren und dass wir jetzt heute das Wort, dein Wort, lesen können, verstehen können und dass du durch dein Wort mit uns sprechen kannst, Herr. Ich bitte dich, dass du die Herzen öffnest und dass wir einfach empfangen können heute. Bitte segne diese Zeit jetzt. Amen. Mir ist warm. Okay, bevor ich zu viel sage, lass uns doch einfach einsteigen. Markus 6, Kapitel 6, Abvers 1. Jesus verließ diesen Teil des Landes und kehrte mit seinen Jüngern in seine Heimatstadt Nazareth zurück. Am folgenden Sabbat begann er in einer Synagoge zu lehren. Viele der Zuhörer waren sehr erstaunt. Sie fragten, wo hat er nur diese Weisheit her und die Macht, solche Wunder zu tun? Er ist doch nur ein Zimmermann, der Sohn Marias und der Bruder von Jakobus, Josef, Judas und Simon. Und seine Schwestern leben hier unter uns. Und sie ärgerten sich über ihn. Da sagte Jesus zu ihnen, ein Prophet wird überall geehrt, nur nicht in seiner eigenen Heimatstadt, von seinen Verwandten und von seiner eigenen Familie. Weil sie nicht an ihn glaubten, konnte er keine Wunder bei ihnen tun und er legte nur einigen Kranken die Hände auf und heilte sie. Und er wunderte sich über ihren Unglauben. Danach zog Jesus doch von Dorf zu Dorf und lehrte die Menschen. Okay. Machen wir erstmal einen kleinen Break. Wir sehen hier, dass Jesus da zurückgeht, wo er hergekommen ist, aus Nazareth. Und dort lehrte er auch. Aber anders als in anderen Städten wurde er hier noch viel mehr kritisiert und hat auch dort noch erklärt, so nirgendwo gilt ein Prophet so wenig wie in seiner eigenen Heimatstadt. Und dadurch, dass nur so wenige geglaubt haben, hat er auch nur ganz wenig geheilt und Wunder getan. Aber so ist es ja meistens auch. So, wenn wir hier irgendwie jemanden kennen oder so, mit der in der Schule aufgewachsen ist und weiß hat, das ist ein ganz normaler Typ und auf einmal kommt er zurück und sagt, hey, ich bin der krasseste überhaupt, ich bin ein Prophet, ich bin Gottes Sohn, ich mache Wunder, ich tue das. So, dann du kennst ihn ja schon ein bisschen länger als die Leute, die ihn vielleicht einfach nur einmal an einem Tag gesehen haben und ihn das abkaufen. Aber die Leute, die ihn schon länger kennen, so, die sind skeptisch. Und sie sind sogar dagegen, weil sie ja wissen, ey, er ist doch nur ein Zimmermann. Er ist doch nur der Sohn von, der Bruder von, der Bruder von. Und deshalb sehen wir ganz klar, dass er hier nicht angenommen wird und aus diesem Grund auch wenig Wunder tut. Was wir auch im letzten Kapitel schon ganz oft gesagt haben, ist, dass viel dieses die offene Haltung. Wenn du eine offene Haltung hast, dann wirst du auch Wunder erfahren. Du wirst berührt werden von Gott. Aber wenn du schon eine geschlossene Haltung hast und du schon so anti-anti bist, wirst du auch nicht viele Wunder erleben. Und hier sagt es auch nochmal ganz klar, dass Jesus so ihren Unglauben sieht. Und wir können das überall in der Bibel sehen, dass wir sehen, dass Israel immer schon gestruggelt hat, immer wieder damit gekämpft hat, gegen Gott zu sein, für Gott zu sein, gegen Gott zu sein. Und zur Zeit, in dieser Zeit, wo Jesus da herumspaziert ist, haben wir ganz klar gesehen, dass so viele Israeliten einfach einen Unglauben hatten und von diesem Unglauben auch beherrscht wurden. Lesen wir weiter. Er rief seine 12 Jünger zu sich, sandte sie jeweils zu zweit aus und gab ihnen die Vollmacht, böse Geister auszutreiben. Er befahl ihnen, nichts mitzunehmen, außer einem Wanderstab, keine Nahrung, keine Tasche, kein Geld. Sie sollten Sandalen anziehen, aber kein zweites Hemd bei sich tragen. Wenn ihr in ein Dorf kommt, seid immer nur in einem Haus zu Gast, sagte er. Und wenn ihr in einem Dorf nicht willkommen seid, oder man nicht auf euch hören will,
dann schüttelt den Staub von euren Füßen, wenn ihr geht. Das ist das Zeichen, dass ihr dieses Dorf sich selbst überlasst. Da zogen die Jünger los und forderten die Menschen auf, sich von ihren Sünden abzukehren. Sie trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranke mit Öl. Wenn wir jetzt weiter in Markus lesen werden, werden wir immer mehr erfahren, so was Jesus den Jüngern gelehrt hat und was die Jünger dann weitergemacht haben. Wenn wir dann weiterlesen, nach den Evangelien lesen würden, dann würden wir ja die Apostelgeschichte lesen, da wo wir noch mehr herausfinden, was die Jünger ohne Jesus gemacht haben. Und wir sehen, so einer deren ersten Aufträge war es, rauszugehen, zu heilen, böse Geister auszutreiben und natürlich das Wort zu verkünden. Und hier sehen wir, dass Jesus sie gesandt hat, ausgesandt hat und ihnen noch ein paar Hinweise mitgegeben hat. Erstens, sie sollen nicht unnötigen Schnickschnack mitnehmen. Wir lesen, bis auf einen Wanderstab sollen sie nicht viel mitnehmen. Keine Nahrung, keine Tasche, kein Geld, sie sollten kein zweites Hemd und so weiter und so fort. Und wir sehen, dass die Jünger sich komplett auf Gott verlassen sollten. Sie sollten nicht alles durchtakten und planen und ja, wir gehen erst in diese Stadt und dann müssen wir gucken, dass wir genug Geld haben, dass wir da zu essen bekommen und dann müssen wir einen Schlafplatz haben und dann müssen wir dies. Nein, sie sollten sich ganz auf Gott verlassen und diese Reise antreten, ohne viel Planung und ohne viel mit sich zu nehmen. Und eine weitere Sache, die Jesus dann sagt, ist, hey, geht zu jemandem nach Hause, lehrt denen das Wort, aber wenn sie das nicht hören wollen oder wenn sie euch verstoßen, dann schüttelt den Staub von euren Füßen. Das soll das Zeichen sein, dass sie jetzt sich selbst überlassen sind. Also mit anderen Worten, ey, ihr wolltet nicht hören, so, okay, wir haben euch die Möglichkeit gegeben, ihr habt das Wort gehört, ihr könnt es annehmen oder ihr könnt es einfach sein lassen. Und das ist ja auch, wie es in der Welt so ist, immer. Unsere Aufgabe ist es nicht unbedingt, jemanden zu überzeugen, das sage ich immer und immer wieder, weil wir uns häufig vielleicht Druck machen, hey, wir müssen unseren Freund, unsere beste Freundin, wie auch immer, zum Glauben überzeugen. Wir müssen das machen, sonst sind wir kein guter Christ oder so. Aber das ist gar nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist, das Wort zu verkünden. Mit unserem Zeugnis zum Beispiel können wir das sehr gut. Mit allgemein das, was in der Bibel steht. Einfach nur das wiedergeben, was Jesus gemacht hat und so weiter und so fort. Und wir müssen nicht unbedingt der sein, der die Person so sehr überzeugt, dass sie sagt, ja, ich lasse mich jetzt taufen, ich komme zu Jesus. Und dann hat nämlich jeder selber die Verantwortung, damit umzugehen. Entweder sie hören und nehmen auf und sind gerettet, oder sie ignorieren es oder wollen damit nichts zu tun haben. Und dann müssen sie natürlich die Konsequenzen tragen. Und dann sehen wir, dass sie jetzt herumgehen können und Dämonen austreiben und Menschen heilen können. Und das ist auch eine Ermutigung für uns, dass genau das zu tun. Also vielleicht gehen wir jetzt nicht rum und spielen den Exorzisten, aber ich kann mir gut vorstellen, dass wenn wir daraus gehen würden und wirklich von Haus zu Haus, von Mensch zu Mensch, gerade die Leute, die man vielleicht um sich herum kennt, zu jeder Person geht und deren das Wort offenbart und deren das Wort erklärt, da bin ich mir sicher, dass sehr viele Wunder passieren werden und wir letztendlich Dämonen austreiben und Menschen heilen. Aber ja, ich glaube, das ist gut für den ersten Teil und wir machen nächste Woche weiter. Falls ihr noch Anmerkungen habt, schreibt sie mir unten in die Kommentare. Sonst war es das für diese Woche. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, Corey hier, ihr da. Alles klar. So, wir haben hier oben rechts wieder Markus Evangelium Playlist. Alle Bibelstunden hier. Und hier ist ein Video, wieso ich an Jesus glaube.